Ziel unserer Wallfahrt und lass uns mit der unversehrt nach Hause zurückkehren. Gewähre uns schließlich, dass wir sicher das Ziel unserer irdischen Pilgerschaft erreichen, das ewige Ziel erlangen. Es ist Sonntag, der 29. Juni, Fest der Apostelfürsten Peter und Paul, morgens um 16:30 Uhr. Die St. Kilians Pfarrei Melrichstadt startet zur alljährlichen Fußwallfahrt über 32 Kilometer zum Heiligen Berg der Franken, zum Kreuzberg. Diese Wallfahrt ist bereits seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts belegt. Sie wurde aber 1804 im Zug der Säkularisation verboten und ist seit 1987 wieder fester Bestandteil des Kirchenjahres. Der Weg führt von Melrichstadt über Oberstreu nach Frickenhausen. Oberhalb von Bastheim taucht nach dem Sonnenaufgang in der Ferne erstmals das Wallfahrtsziel auf. Weiter geht es nach Schönau an der Brent, wo schließlich der lange Aufstieg zum Kreuzberg beginnt. Wir verlassen die Wallfahrer nun für einige Stunden und nutzen die Gunst des frühen Tages, steigen auf dem Kapellenkreuzweg von 1710 mit Sandsteinreliefs eines unbekannten Künstlers zu den drei Kreuzen, dem eigentlichen Ziel aller Kreuzberg-Wallfahrer. Die früheren Holzkörper sind inzwischen durch wetterfeste Kopien aus Steinguss ersetzt worden. Alle herzlich begrüßt und willkommen, liebe Wallfahrerinnen und Wallfahrer aus Melrichstadt. Hier auf dem Heiligen Berg, dem Ziel Ihrer Wallfahrt. Ich begrüße mit Ihnen allen auch euren Pfarrer, Herbert Rossmark, der nun auch mit Ihnen auf dem Weg dabei war. Heiliger Berg der Franken. Kreuz, das steht hier an diesem Ort im Mittelpunkt. Sie waren nun lange Zeit unterwegs. 7,5 Stunden. Nehme an, sind redlich müde. Aber das Bewusstsein, am Ziel zu sein und dort erwartet zu sein, tut auch gut. Sie haben Erfahrung gemacht, unterwegs, miteinander sich ausgetauscht, miteinander gesungen und miteinander gebetet. All das ist ein Symbol auch für unser Leben, unterwegs sein. Hier unterm Kreuz begegnen wir auch noch anderen, die uns den Gekreuzigten vor Augen führen. Die Apostelfürsten Petrus und Paulus. In der Kirche werden wir dann auch Maria unter dem Kreuze sehen und ihr begegnen. Und sie selber sind ja auch ein Wallfahrtsort in Melrichstadt, Maria auf dem großen Berg. Dort begegnen sie auch immer wieder der schmerzhaften Mutter Gottes. Und sie will auch uns heute ein Stück begleiten. Und mit ihr wollen wir all das, was uns bewegt, hintragen vor dem Gekreuzigten, unserem Herrn und Erlöser, Jesus Christus. Musik.